Wir haben eine Welt, in der jeder davon profitiert, wenn die Zirbeldrüse besser funktioniert und die innerkörperlichen Abläufe harmonischer verlaufen. Mein Name ist Mechthild Rexner-Ajuch. Ich bin seit 37 Jahren als Therapeutin und Heilpraktikerin tätig. Und für mich war es immer wichtig, Erfahrungsheilkunde, traditionelle Sichtweisen und eben auch die wissenschaftlichen Komponenten zu verbinden. Die Zirbeldrüse, meist unterschätztes Organ in unserem Körper. Sie ist mit allem verbunden, sie ist nicht umsonst außerhalb der Blut-Hirn-Schranke und wir brauchen sie, um die wesentlichen Elemente unserer Körpersysteme gut zu kombinieren und zu harmonisieren. Das heißt, jeder hormonelle Vorgang, jeder neurologische Vorgang, jeder immunologische Vorgang ist auf eine gut funktionierende Zirbeldrüse angewiesen. Sie ist also wesentlich mehr als ein reines Melatonin-Produktionsörtchen. Mit der Energiezelle haben wir eine Situation, in der hochwissenschaftliche Elemente aus der Physik auf die medizinische Sachkenntnis treffen. Und um einen guten Schritt in Richtung gesunder Zirbeldrüse zu ermöglichen, brauchen wir verschiedene Elemente, die ineinander greifen. Das Ineinandergreifen dieser Elemente besteht im Wesentlichen daraus, dass wir einerseits ein Organ, das sehr stark belastet wird durch E-Smog, durch Fluoride, durch unsere Verhaltensweisen, das einfach eine Form der Entgiftung braucht, die dieses Organ nicht einfach schrumpfen lässt, indem wir älter werden, sondern indem es aufatmet und zu der eigentlichen Größe sich wieder hinentwickelt, die natürlicherweise für sie vorgesehen ist. Wir können also davon ausgehen, wenn wir hormonell uns komplett ins Gleichgewicht bringen, indem wir die Zirbeldrüse ihren Job machen lassen und ihr dabei helfen, dann kann sie dafür sorgen, dass hormonelle Vorgänge und immunologische Vorgänge sich optimal miteinander verbinden. Die Art und Weise, wie die Energiezellen gebaut sind, berücksichtigen einerseits die Unterstützung der eigentlichen Organstruktur, also in diesem Fall der Zirbeldrüse, gleichzeitig eine Möglichkeit, die toxische Last, die durch die Umweltbedingungen entsteht, zu reduzieren und gleichzeitig die entgiftenden Organe, die dafür zuständig sind, so zu unterstützen, dass sie ihren Job optimaler gestalten.